Hallo und ganz herzlich willkommen zum heutigen Video über Elefanten. Heute geht es um das Thema Mobbing unter Elefanten. Ja, auch das gibt es. Zwar sind Elefanten sehr soziale Tiere, aber es gibt auch unter denen Mobbing. Wann es das gibt und was das für die Elefanten bedeutet, dazu jetzt in diesem Video direkt nach dem Intro. Hallo und ganz herzlich willkommen zu diesem heutigen Video über Elefanten. Mein Name ist Diplombiologe Tobias Dornbusch und ich habe 1995, vor 26 Jahren, angefangen, mit Elefanten zu arbeiten und über Elefanten zu studieren. Im heutigen Video, da geht es um das Thema Mobbing bei Elefanten. Ja, ich sagte ja, es gab in einem der letzten Video ging es um die Integration der Elefanten. Da habe ich gesagt, dass Elefanten sehr soziale Tiere sind. Und da habe ich auch darüber berichtet, dass ich zum Beispiel bei der afrikanischen Elefantenkuh Benji, die in einem Zirkus lange Jahre alleine gehalten wurde, trotzdem eine positive Sozialprognose gegeben habe und dass diese Elefantenkuh mit anderen Elefanten integrierbar war. Und seit nun mehr als 6 Jahren beweist sie es Tag für Tag im Safaripark Stukenbrock, dass sie sozialisierbar ist, denn sie lebt dort mit 3 anderen afrikanischen Elefanten. In diesem Video hier geht es jetzt um das Gegenteil, um Mobbing. Denn erstens, es muss nicht immer klappen und es gibt auch schlechte Voraussetzungen. Dann gibt es wirklich Mobbing bei den Elefanten und das kann im schlimmsten Fall sogar tödlich enden. Das alles also direkt jetzt im Video. Fange ich erst einmal mit den ersten Punkten an. So, bei diesen Mobbing-Geschichten handelt es sich in der Regel um Gruppen von Elefanten, die vom Menschen zusammengewürfelt wurden und die in der Regel tendenziell homogene Gruppen sind. Das heißt zum Beispiel, Elefanten gleichen Alters werden in einer Gruppe gemeinsam gehalten. Es sind in der Regel keine gewachsenen Strukturen, kein Orgelpfeifensystem, was ich an dieser Stelle immer wieder anspreche, und keine familiären Bindungen, keine verwandtschaftlichen Beziehungen. Also in einer gewachsenen Herde aus Mutter, Tochter, Enkeltochter, Schwester und so weiter, da sollte es zu Mobbing in der Regel nicht kommen. Und das wissen wir auch aus dem Freiland sowie aus Zoos, wo 3 oder 4 Generationen von Elefanten in einer Mutterlinie gehalten werden, dass es dort eigentlich kein Mobbing gibt oder dass ganz, ganz wenige Ausnahmen hier die Regel bestätigen. Auch darüber hatte ich schon mal gesprochen. Aber bei diesen klassischen Mobbing-Geschichten oder dabei, dass eine Gruppe von Elefanten in mehrere Untergruppen unterteilt werden muss, ich sage jetzt mal Zirkus Krone, der hatte zum Beispiel, als er noch 10 Elefanten hatte, die 10 Elefanten in 5 Gruppen gehalten, immer haben sich nur 2 Tiere gut verstanden. Und Beispiel zu Leipzig, wo ja auch verschiedene Gruppen gehalten werden, die man teilweise auch unterschiedlich kombinieren kann, aber eine so richtige Herde ist es nicht. Auch im Fall des Zoo Osnabrück hatte ich das mal erwähnt, bei den damals noch afrikanischen Elefanten, die dort damals gehalten wurden, wo dann diese beiden Zirkus Krokofanten dazu kamen, Miri und Betty, da konnte man zwar verschiedene Konstellationen aufbauen, aber alle zusammen haben sich dann doch nicht vertragen.
Ich kann ein paar Beispiele für Mobbing nennen, dann wird es vielleicht etwas klarer. Also zum Beispiel im Krefelder Zoo, da wurde ab 1992 auch die asiatische Elefantenkuh Zita gehalten. Kurze Vorgeschichte, abgekürzt, zwei Elefanten, Rena und Mumtaz Mahal, leben seit 1971 im Krefelder Zoo. So, später kam Yetu dazu, die wurde dann aber von Rena und Mumtaz ein bisschen gemobbt. Noch später, 1992, aus dem Zirkus Gerd Simon Albarum, kam dann Zita dazu. Die war etwas älter als Yetu und die wurde dann das Opfer der Mobbing-Attacken und wurde von Rena und Mumtaz Mahal, insbesondere Mumtaz Mahal, aber Rena hat sich auch immer dazu hinreißen lassen, in den Graben geschubst. Nun kam sie aus dem Zirkus und war es ohnehin gewöhnt, von Podien, von Podesten oder von Zirkuswagen runterzugehen. Und sie war recht geschickt darin, sich so in den Graben gleiten zu lassen. Und das war im August 1995, einer meiner ersten Tage in der Tierpflege im Krefelder Zoo, als Praktikant damals noch. Da habe ich meine Mittagspause bei den Elefanten verbracht und es gab wieder eine dieser Mobbing-Aktionen. Die Elefanten wussten ganz genau, die Elefantenpfleger sind in Mittagspause. Und Mumtaz Mahal, aber auch Rena, sie haben Zita in den Graben geschubst. Sie hat sich so in den Graben fallen lassen, ist dann im Graben rumgelaufen und ist dann auf der Besucherseite wieder aus dem Graben rausgeklettert. Ich habe alle Besucher weggeschickt und gesagt, sie mögen bitte Abstand von dem Elefanten halten. Dann war da noch so ein Holztor oder Bambustor. Das habe ich aufgemacht zum Elefantenhaus. Da war so ein kleiner Vorhof und dann war da noch eine große Stahltür. Ich weiß nicht, ich glaube, die war schon offen. Die brauchte ich nicht mehr aufzumachen. Und dann kam Zita wieder ins Elefantenhaus. Das war keine große Kunst, denn da war Futter und sie wusste, dass da das Futter ist. Daher wollte sie sowieso ins Elefantenhaus gehen. Ich habe dann nochmal die Besucher weggeschickt, bin in Richtung Wirtschaftshof, um den Elefantenpflegern Bescheid zu geben. Und die kamen in dem Moment aber dann auch schon an. Die hatten die Schreie der Elefanten mitbekommen von Zita, die sich bemerkbar gemacht hatte. Und haben dann Zita wieder auf die Außenanlage gebracht. Wenn man bedenkt, der Elefant lief damals, wenn auch nur 30, 40 Meter, über den Besucherweg an einem Tag mit einigen Zoobesuchern. Im Zoo werktags war das. Ich glaube, das wäre heute undenkbar. Aber dies war ein Zirkuselefant, der war es gewöhnt, dass eine riesen Menschentraube um ihn herumsteht. Und damals ist zum Glück gar nichts Schlimmes in dieser Hinsicht passiert, dass irgendwie Mensch oder Tier ernsthaft verletzt worden wäre. Aber heute glaube ich undenkbar. Ja, als Zita dann leider 1998 gestorben ist, aber aus völlig anderen Gründen, das waren gesundheitliche Gründe, dann wurde Yetu wieder das Mobbing-Opfer von Mumtaz Mahal und auch Rena. Und es hat sich immer weiter hochgeschaukelt. Und irgendwann hat sich Yetu dann auch sogar in den Graben vor den beiden geflüchtet. Und das war dann irgendwann der Punkt, dass die Zooleitung in Krefeld gesagt hat, man wird Yetu nach Belfast abgeben. An dem Tag des Transportes war ich auch dabei. Ich habe das Verladen von Yetu gefilmt und auch die Reaktionen von Mumtaz und Rena, die waren dann sehr aufgebracht. Ich nehme an, sie haben mitgekriegt, dass mit Yetu irgendwas nicht stimmte. Sie hat einen Tranquilizer bekommen. Sie hat sich anders verhalten. Sie war vielleicht auch sehr aufgeregt, als sie in diesen ihr fremden Transport wagen musste. Und Rena und Mumtaz haben dann angefangen, mit Steinen zu schmeißen und mit Stöcken zu schmeißen und so weiter. Und die waren wirklich sehr aufgebracht. Was ich aber eigentlich sagen wollte, auch Yetu wurde dann wieder das Mobbing-Ziel von Mumtaz Mahal und Rena. Und man muss da sagen, auf einer so kleinen Anlage wie im Krefelder Zoo mit knapp 1000 Quadratmetern, da ist es vielleicht nicht verwunderlich,
Aber auch auf größeren Anlagen kann das passieren bei nicht verwandten Elefantenkühen, die sich erst im Erwachsenenalter kennenlernen und die gerade eine homogene Struktur aufweisen, also eine ähnliche Altersstruktur. Das ist immer ein großer, großer Faktor für Mobbing. Und auch im Zoo Köln hat es das dann gegeben und da ist dann leider die Elefantenkuh Champol von den anderen Elefanten sogar getötet worden bei einer dieser Mobbing-Attacken. Und das, obwohl das Gehege dort 2 Hektar groß ist. Und selbst aus der Elephant Sanctuary in Tennessee, da gibt es Untergruppen von Elefanten in verschiedenen Konstellationen, aber man kann sie nicht alle gemeinsam halten, obwohl die Gehege hier zum Teil über 80, über 100 Hektar groß sind. Also bei den asiatischen Elefanten gibt es da mehrere Untergrüppchen und auch bei den afrikanischen Elefanten, die Flora, die hat sich da zwar mit Tanje verstanden, aber nicht mit Sula. Dann konnte Tanje entweder mit Flora gehalten werden oder mit Sula, aber nicht alle drei gemeinsam, obwohl das Gehege 120 Hektar groß war. Inzwischen noch ein bisschen vergrößert wurde. Naja, das nur nebenbei. Also auch auf großer Fläche, wenn die Elefanten sich gar nicht leiden können, dann wird es problematisch. Aber das soll hier nicht den Eindruck erwecken, dass es ganz unmöglich ist, wenn man dieses Orgelpfeifensystem einhält, wie zum Beispiel im Zoo Erfurt, dann mit der 50-jährigen Safari, die 25-jährige Xami und die 18-jährige Chupa, dann klappt es augenscheinlich ganz gut, obwohl auch diese Elefanten nicht miteinander verwandt sind und obwohl auch diese Elefanten sich erst im späteren, im fortgeschritteneren Alter und nicht von klein auf kennenlernen. Also Elefanten sind und bleiben natürlich soziale Tiere und eine Integration von Elefanten ist möglich, aber wenn das kein Orgelpfeifensystem ist und wenn das Tiere sind, die vom Charakter nicht zueinander passen, dann wird es eben sehr, sehr schwierig. Und dann bedeutet es natürlich enormen Stress für die Tiere auf einer Anlage, je kleiner, je höher der Stress natürlich, auf einer Anlage zu stehen mit einem Tier, das man gar nicht mag und mit dem man gemobbt wird. In Zukunft wird es das sicherlich weniger geben, weil diese zusammengewürfelten homogenen Gruppen sicherlich nach und nach verschwinden werden und gewachsenen Orgelpfeifengruppen, Oma, Tochter, Enkeltochter und so weiter, weichen werden. Diese gewachsenen Gruppen, das wird ja die Zukunft sein. Probleme können trotzdem noch auftauchen, zum Beispiel bei der Integration dann von Bullen. Hier wurde früher oft ein Fehler gemacht, dass man einen jungen Bullen hat in den Zoo geholt mit älteren Weibchen und diesen Bullen dann hat dort groß werden lassen in dieser Gruppe. Das hat oft zu Problemen geführt. Später, ich erinnere an Tembo und Dashi im Tierpark Berlin, als dann Tembo merkte, dass er stärker ist als Dashi und dann Dashi richtig unterjocht hat. Eine ganz ähnliche Situation gab es auch in anderen Zoos. In Leipzig mit Mekong und Rani. Oder ich kann auch sagen, in Halle mit Mafuta und Abu. Da gab es auch immer wieder, dass diese beiden Elefanten so in der Ranordnung sehr ähnlich waren und es da nicht so gut geklappt hat. Auch Shaka im Zoo Duisburg wurde mit der älteren Kari immer gehalten. Und auch da tun sich dann nächste Probleme auf, nämlich wenn wir an Noahs Ark Zoo in England denken, wo es eine tödliche Attacke zwischen zwei Bullen, zwei afrikanischen Elefantenbullen gab. Auch hier kann es natürlich theoretisch zu Konflikten kommen. Auch hier ist es am besten, wenn die Elefanten auch wieder ein Orgelpfeifensystem haben, also die Elefanten nicht die Jungbullen oder Bullen nicht das gleiche Alter haben, sondern einer viel älter, einer viel jünger und so dazwischen gestaffelt. Und der ruhende Pol ist es auch noch, wenn dann ein erfahrener, adulter
Elefantenbulle dabei ist, wie das zum Beispiel im Zoo Osnabrück war mit Luca, dem adulten Bullen, und dann den Jungbullen im Orgelpfeifensystem dabei, die dann sogar um den schlafenden Bullen herum gestanden und diesen bewundert haben. Elefanten sind soziale Tiere, aber ob sie sich vertragen, das ist halt letztlich die Entscheidung der Elefanten selbst. Man kann aber, wie gesagt, Voraussetzungen schaffen, dass es eher gut läuft und eine Integration erfolgreich verläuft. Oder es gibt halt auch Voraussetzungen, wo es von vornherein eigentlich Konflikte vorprogrammiert sind. Aber wer das nicht getan hat, sollte sich nochmal mein Video jetzt unbedingt anschauen zur Integration von Elefanten. Das war schon mein kurzes Video für heute. Ich hoffe, dass es gefallen hat. Dann gerne einen Like da lassen. Gerne ein Abonnement für den Kanal abschließen. Das geht da unten irgendwo. Und daneben ist noch so eine Glocke, die kann man aktivieren, um auch keine Videos mehr zu verpassen. Ich danke fürs Zuschauen, hoffe, dass es interessant war und wünsche noch ein schönes Restwochenende. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.